Rapid auf 5 Positionen verändert im Vergleich zum Spiel gegen Lechia. Hat Probleme, Chancen zu kreieren. Es fehlt die Leichtigkeit und auch die Idee. Guido Burgstaller mit einer seltenen Offensivszene. Nach Seitwechsel bringt der Rapid-Trainer dann insgesamt 3 neue Spieler mit Schick, Kühn und Zimmermann. Und das sollte das Rapid-Spiel beleben. Da ist gleich mal Kühn auf Zimmermann. Und Samuel Schein-Radlinger muss nicht mehr eingreifen. Der Ball noch abgefälscht und knapp neben der linken Torstange. Ein Startschuss zu einer richtig guten Rapid-Phase. 2 Minuten später wieder die Wiener. Guter Ball in die Tiefe auf Krüll. Und Samuel Schein-Radlinger mit einer guten Abwehrtat. Und weiterhin Rapid im Vorwärtsgang. Dieses Mal wieder über rechts, über Schick. Das ist Guido Burgstaller. Und Samuel Schein-Radlinger macht die Kurzecke richtig gut zu. Gut gelöst zuvor von Schick, der definitiv Schwung hineinbringt auf der rechten Seite. Und Burgstaller mit dem Test. Standard gefährlich. Wieder kam die Freistoßflanke von Stefan Nutz. Ein probates Mittel an diesem Nachmittag. Hinein in die Schlussviertelstunde. Die sollte einiges bieten. So viel schon einmal vorweg. 76. Minute. Das war gleich mal die erste Möglichkeit für Bernhard Zimmermann. Und wieder ist Samuel Schein-Radlinger zur Stelle. Fast im Gegenzug dann folgende Szene. Rapid schwärmt über den rechten Flügel, über Schick aus. Dann Zimmermann. Immer noch Bernhard Zimmermann. 1-0 Rapid. 77. Eine Erlösung für die 13.800 im Allianz-Stadion. Schick mit dem guten Laufweg, der Pass in den Rückraum. Zimmermann zunächst etwas schwach in der Ballmitnahme, dreht sich dann aber richtig gut mit dem Ball. Der Abschluss ist nahezu perfekt. Und Rapid nimmt danach den Schwung richtig gut mit, auch weil die Räder mittlerweile müde wirken. Kühn, der Joker, vorbei an Lackner, vorbei an Blavotic, aber nicht vorbei an Samuel Schein-Radlinger. Eine Glanztat neulich vom Rieder Torhüter. Und so bleiben die Viertler auch bis zuletzt im Spiel. Aber die Oberösterreicher können nicht mehr richtig zusetzen. Wieder Rapid, Zimmermann, Schick, Zimmermann und wieder Schein-Radlinger, der am Ende eine höhere Niederlage verhindern kann. Ja, schönen guten Abend. Ja, Pflicht erfüllt. Unterm Strich wird in 1-2 Tagen keiner mehr fragen, wie wir die 3 Punkte gemacht haben. Man kann, glaube ich, durchaus sagen, dass es nach den ersten 60 Minuten auch ein etwas glücklicher Sieg war. Danach finde ich, dass er doch mehr als verdient war und wir uns einfach das Leben, wie auch schon jetzt in den ersten 2 Spielen, etwas schwer gemacht haben, da wir die Chancenauswertung, da gibt es viel Verbesserungspotenzial. Trotzdem muss man erst dann zu so viele Chancen kommen. Ich denke, der Plan ist ganz gut aufgegangen. Wir haben etwas riskiert mit Rotation, auch mit Zimmermann und Kühn, dass wir dann richtig nachlegen können. Und das hat mir dann auch sehr, sehr gut gefallen, wie da ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, trotz der Hitze dann nochmal so zuzulegen. Und man darf nicht vergessen, wir haben auch am Donnerstag eine Hitzeschlacht gehabt. Es ist teilweise logisch. Ich finde es jetzt lustig, weil jetzt reden wir von den ersten 60 Minuten, waren nicht so gut. Und wir wissen alle, wir wären letzte Saison nach 60 Minuten Meister gewesen. Also, es ist oft sehr, sehr komisch, wie das alles passiert. Ja, wir haben jetzt einfach auch Spieler, wir dürfen nicht vergessen, heute haben noch ein paar Kaliber gefehlt. Ferdi Drui, Frohmann, Kirschbaum, Greil, Beitsch, Yusuf Demir. Also wir können schon was nachlegen und das kann man ruhig in den Matchplan einbauen, weil ich denke, unsere Kollegen aus Salzburg haben letzte Saison sehr oft die Spiele erst später gewonnen nach Wechseln. Und man muss auch den Gegnern auch gratulieren, dass sie das auch sehr gut machen. Also wir reden schon von Bundesliga und von Profis. Also bitte auch Respekt den Gegnern gegenüber. Das ist nicht irgendeine Mannschaft heute da gewesen. Bitte, gerne Nachfrage. Noch was Positives. Der Bernie Zimmermann ist so wie im Frühjahr jemand, der, wie er selbst sagt, Energie reinbringt. Es war jetzt nach den Transfers vielleicht nicht ganz eindeutig, aber wieder gleich so wichtig sein wird. Was bedeutet er für dich und fürs Rapid-Spiel?
Ja, ist ein Typ, ich glaube, er sitzt nicht gern auf der Ersatzbank, hoffentlich keiner, aber er ist einfach ein Typ, der Rapid verkörpert. Und da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, es hatte niemand im Winter auf der Rechnung. Und ja, bin stolz, ein Teil seiner Entwicklung zu sein. Und er bereitet uns immer wieder Freude. Und heute haben wir natürlich riskiert. Wir haben 5 Wechsel vorgenommen. Das wird uns hoffentlich jetzt auch weiter begleiten, dass wir immer gleich für 2 Spiele eventuell einen Plan zurechtlegen am Anfang der Woche. Und dieser Plan ist dann schon aufgegangen mit Kühn und Zimmermann, wie die reingekommen sind. Dann waren wir meiner Meinung nach klar besser und haben auch verdient gewonnen von den Chancen her. Bitte. Und eine Frage hätte ich noch zu einem Debütanten. Sattelberger hat das in der Mitte des Spielfelds sehr unaufgeregt, sehr trocken, sehr gut gespielt. Wie hast du seine Leistung gesehen? Wie war das Assessment von deiner Seite? Also ich finde, er hat es überragend gemacht, ganz ehrlich. War nicht eingeplant für unseren Kader. Er hat es richtig gut im U18-Team gemacht. Hat mir die Spiele angeschaut und gesagt, naja, den hätte ich gerne mal im Trainingslager sehen. Haben wir dann mitgenommen und der Kerl hat ab der ersten Minuten so getan, als war er immer bei uns gewesen. Er war relativ locker, war tiefenentspannt, hat so viele Dinge richtig gemacht und war eigentlich ausgemacht, dass er nach dem Trainingslager auf Urlaub fährt. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er vielleicht verzichten mag auf den Urlaub und lieber bei uns bleiben mag. Und bitte einfach Ruhe bewahren, ein Stück weit auch in Ruhe lassen. Aber ich freue mich einfach, weil er hat keine einfache Zeit hinter sich, er hat eine lange Verletzung hinter sich. Und wir werden ihm da wirklich auch Zeit geben, dass er immer wieder jetzt seine Einsätze bekommt, wo auch immer. Wir wissen, dass das Rapid 1 und 2 relativ eng zusammen ist. Und heute hat er es meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut gemacht. Danke dann. Und das gelingt auch gleich mal in der Anfangsphase, die Rieder von rechts nach links in den roten Trikots kontrollieren. Ziegel in die Gasse auf Wiesmeier und Niklas Hedl, die neue Nummer 1 im Rapid-Tor, ist zur Stelle. Erste gute Offensivszene der Gäste aus Oberösterreich. Rapid in der Defensive nicht hundertprozentig sortiert. Wiesmeier beinahe mit der Strafe. Und Hedl steht auch nach 5 Minuten im Mittelpunkt. Freistoß für die Rieder. Nutzt uns, dann knallt der Ball an den Pfosten. Riesengelegenheit für die Innenviertler. Da hat Hedl etwas spät reagiert, hätte sich beinahe überraschen lassen von diesem Aufsetzer. Dann aber schon wieder die Rieder mit einem Freistoß. Und Marcel Ziegel beinahe mit dem 1:0. Toller Standard von Stefan Nutz, Ziegel per Kopf, Hedl hätte keine Abwehrchance gehabt. Und knapp vor dem Pausenpfiff gibt es sogar noch eine Gelegenheit für die Mannschaft von Christian Heinle. Der Fehler von Jonas Auer, dann Wiesmeier, stark in Zweikampf und dann Hedl mit der ersten Tat, Mikic mit dem Nachschuss, Rapid im Glück. Das war nochmal eine richtig gute Szene vor Seitenwechsel von den Oberösterreichern. Eine Doppelchance für das Team von Christian Heinle und Burgstaller mit dem Test für den Rieder Goalie. Blick auf die Gegenseite. Ziegel neuerlich nach einem Standard gefährlich. Wieder kam die Freistoßflanke von Stefan Nutz. Ein probates Mittel an diesem Nachmittag. Chancen jetzt fast im Minutentakt. Die Wikinger mit dem eingewechselten Joskun. Tolles Solo und die Stange rettet für den bereits geschlagenen Niklas Hedl. Das zweite Aluminium aus Riedersicht. Neuerlich großes Glück für Hedl und Rapid. Und trotzdem ist es ja auch Teil unseres Berufs, dass wir kritisch nachfragen. Die ersten 60 Minuten können wieder nicht so geplant gewesen sein. Es hat zwar, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert, die weiten Pässe vom Kevin Wimmer, die öffnenden. Aber warum tut sich sonst das, was, glaube ich, sehr oft der Robert Ljubicic erledigt hat, so schwer, über die erste Linie drüber zu kommen, dass man dann spielerisch ins zweite Drittel kommt? Ich denke, dass wir das mal im ersten und zweiten Drittel weniger Probleme hatten, weil wir das ganz gut gelöst haben. Wir hatten im letzten Drittel heute Probleme. Wenn der Ball dann wirklich im letzten Drittel, ob jetzt beim AV war oder wir haben auch zu wenig durch die Mitte gespielt, meiner Meinung nach,
Aber wenn der Ball beim AV war, haben wir nicht die Positionierung gehabt für diese Fortsetzung. Und daran müssen wir arbeiten, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung. Wir haben immer gewusst, dass wir einen großen Umbruch vollzogen haben und das, der Prozess wird uns auch über den Sommer hinaus, muss ich wieder sagen, habe ich schon x-mal gesagt, noch begleiten. Trotzdem denke ich und hoffe ich, dass uns dieser Sieg, wir haben 3 Spiele, wir haben kein Gegentor bekommen, wir haben 2 gewonnen, wir waren klar besser jetzt im Europacup. Ja, es ist doch nicht alles so schlecht, wie es vielleicht oft dargestellt wird. Ich habe 2 Fragen. Zuerst einmal Glückwunsch zum Sieg. Du hast es angesprochen, nach 60 Minuten, wie auch schon am Donnerstag, man hat das Gefühl gehabt, da ist der Knopf aufgegangen, da sind dann noch Sachen leichter gegangen. Waren es die Wechsel oder gab es aus deiner Sicht noch andere Punkte, wo du gesagt hast, da ist es ganz einfach gelaufen? Ich glaube, es waren schon ein bisschen die Wechsel, aber wir waren dann einfach etwas dynamischer. Wir haben dann wieder einfach mehr Meter gemacht, auch ohne Ball. Und waren dann einfach von der Energie her schon stärker als Ried. Und vielleicht war es auch ein Stück weit so, dass wir einfach dann nachlegen konnten und Ried nicht mehr. Und ja, das haben wir vielleicht vom letzten Jahr jetzt ein bisschen besser gemacht.